dann Amadeus Mozart. Dieser Komponist, dieser Mensch wird, ja, wir kennen ihn als großartigen Komponisten, für mich einer der besten, einer der, ich mag den, ich bin ein großer Fan von ihm. Nun, der Mozart war ein, für mich auch ein Mystiker. Das wissen viele so vielleicht gar nicht, aber wenn man seine Opern für die Zauberflöte zum Beispiel hört, wenn man den Text sieht, es ist eine Einweihungszeremonie, es ist etwas einfach, sich selber zu spüren, auch verpackt in Symbolen, um zu sich selber zu kommen. Und auch bei Mozart ging es vor allem um das Menschsein. Einfach wirklich um das Menschsein. Nicht irgendwie abgehoben, in welche basicen Sphären, irgendwo abseits von uns, sondern hier, jetzt, hier sind wir, hier hören wir, hier redet jemand, hier, immer hier. Es ist immer alles hier, es passiert immer alles aus dem Hier und das ist wichtig. Mensch. Einfach Mensch sein. Und zum Beispiel aus der Zauberflöte, bald soll der Aberglaube schwinden, bald siegt der weiße Mann. O hol die Ruhe, steig hernieder, kehr in der Menschen Herzen wieder. Dann ist die Erde ein Himmelreich und Sterbliche den Göttern gleich. Ein Versuch, den Menschen wieder zu sich selber zu bringen, dass er in Harmonie mit sich selber kommt. Und der Weg dorthin ist auch, dass er in Frieden mit sich selber kommt. Keine Teilungen macht, keine Teilungen, dass irgendwas Höheres ist, eine höhere Macht, sondern dass ich das Zentrum bin. Alles durch mich geschieht und aus mir entsteht. Wir haben uns entschieden, diesen Kongress zu besuchen. Wer hat das gemacht? Hat es irgendein göttliches Wesen gemacht? Oder war es schlussendlich meine Entscheidung? Als ich das erste Mal Maria Ettenberg besuchte, die Kirche, die Wallfahrtskirche Maria Ettenberg, und in die Kirche ging, da saß ich mich nieder, und ich war fasziniert von dieser Stille dort drin, diese Stille, diese Präsenz. Es war faszinierend. Der eine oder andere von euch wird es wahrscheinlich kennen, wird die Kirche kennen. Da sitzt man drin. Es ist eine Eigenschaft vieler Kirchen, nicht speziell jetzt die Marie Ettenberg hier, aber diese Eigenschaft findet man natürlich in verschiedenen Kirchen. Auch in Salzburg beim Dom, es ist der, ich war gerade vor kurzem dort, bin reingesessen und es ist, als ob alles ausgeschaltet wäre, es ist nur die Präsenz, nur die Stille da. Manchmal, wenn jemand reinkommt, man hört einen Tritt und dieser Hall verbreitet sich in diesem riesengroßen Raum. Maria Ettenberg. Und dann natürlich dieses faszinierende Deckengemälde, gemalt von Vareti. Und dann habe ich gemerkt, da möchte ich, da steckt was drin. Ich möchte das entdecken. Und so bin ich immer tiefer eingetaucht, also bei der Arbeit auch in meinem Buch, und habe die verschiedenen Engel, die dort abgebildet sind, entdeckt, ihre Bedeutung. Und natürlich, das ist auch für mich das ganze Bild, das Deckenfresko, ist eine Art Mandala. Ein Mandala ist etwas, was alles aufs Zentrum bringt. Es ist die Außenwelt, es wird eine Geschichte erzählt. Es ist mit Symbolen verbunden und alle Symbole zeigen zu mir. Und so ist es wie, man kann das Deckengemälde zum Beispiel am besten genießen,
das hat, wahrscheinlich haben Sie das auch schon gemacht, einfach auf einer der Bänke hinlegen, raufsehen, sehr gemütlich. Und dann kann man sich vertiefen. Man muss ja gar nicht speziell. Ich habe in meinem Buch, ich glaube, es sind allein des Ettenbergs, sind glaube ich 100 Seiten. Und einfach nur vertiefen, diese Stille genießen und in dieses Bild eintauchen. Und dieses, es geht nach außen, aber immer mehr merke ich, es geht nach innen. Auf einmal wieder ich, ich. Und Marie Ettenberg, da sind wir auch gleich bei einer... und sehr interessante Geschichte, die sich ganz in der Nähe zugetragen hat. Und zwar beim Friedensberg. Das ist ganz in der Nähe beim Markt Schellenberg, der Serpentinenhof zum Beispiel mit dem Auto, vielleicht 2 Minuten. Und da kommt sie jetzt an einen wunderschönen Teich. Gerade die letzte Zeit, so die letzten Tage, dort sind die Seerosen, dann sieht man Seerosen, die Goldfische und herrlich. Und dann sieht man eine Kapelle. Und dort hat sich ein Ereignis zugetragen, so wurde es geschrieben, wo der, ich sage jetzt einfach mal Tempelritter, da gibt es auch verschiedene Versionen, Robertus Koch, auch dort gibt es verschiedene Versionen, hat er so geheißen oder nicht. Ich selber habe eigentlich über diese Sachen, über den Tempelritter, über diesen Robertus Koch und um diese Göttin, um diese Isais, eigentlich nichts finden können, außer aus einer Quelle von, das nennt sich Causa Nostra, das ist vielleicht etwas, mir ist es gleich gegangen, das ist die Thematik etwas schwierig, nicht meine Thematik, vieles von diesen Dingen, aber mich hat fasziniert die Aussage von der Isaias, diese Tiefe in den Schriften, die da überliefert sind. Was ich gefunden habe in der Recherche, das ist ganz klar, nämlich beim Friedensberg, dort wo die Kapelle steht, das wurde auf mittelalterlichen Resten erbaut. Und dort auch die Kirche selber ist am Fundament, noch sind noch diese alten Mauerreste zu erkennen. Was ich später dann auch entdeckt habe, was sehr interessant ist, diese Kirche, die Art, die Architektur der Kirche, erinnert auch an so Templerkirchen. Das ist sehr interessant, weil ich habe da den Tempelhof, da gab es eine Rekonstruktion dieses Tempelhofs in Berlin, wo eben die Tempelritter ihre Komtorei, das war die Komtorei, der Tempelhof, hatten. Und bei der Rekonstruktion eine Kirche, in meinem Buch habe ich da auch diesen Vergleich gezogen, sehr, sehr ähnliche Architektur. Man kann also annehmen, dass die Kirche zerstört wurde durch vielleicht eine Katastrophe und neu aufgebaut wurde, aber gar nicht viel verändert wurde. Also dass das eigentlich, wenn es eine Komtorei war, es deutet darauf hin, immer noch die gleiche Bauweise ist. Isais, der Hubertus, das war ein Abenteurer, er war in Nineveh, in dem heutigen Iran, glaube ich war es, ja, und dort hat er eine Vision empfangen von dieser Göttin Isais. Und sie sagte ihm, ja, wir werden uns wieder hier treffen, hier um das Werk. Und dort gebe ich euch meine Botschaft kund. Gut, hat sie vielleicht keine Zeit da unten gehabt, aber es ist sehr spannend, besonders um das Werk. Und so kam er her, er wusste sofort in dieser Sage, wo das war, also in dieser Botschaft, und sie trafen sich, und die Isais gab den Tempelrittern 3 Symbole, es war ein Stein, es war ein Spiegel und es war ein Speer.
wunderbar in der Symbolik. Dieser Stein, man könnte auch sagen, es ist die Rede vom Stein der Weisen. Was in Wirklichkeit auch wir sind, was auf uns deutet, der Stein der Weisen. Bei den Alchemisten ein Symbol, so wie wir die Alchemie verstehen, aus irgendwelchen Metallen, unedlen Metallen, das Edelmetall Gold zu gewinnen, in Wirklichkeit aber aus unseren ganzen verschiedenen Dingen, unsere Handlungen, die wir machen, in der Begegnung mit den Menschen, wie wir reagieren, uns zu veredeln, zu reflektieren, zu schauen, was mache ich, warum habe ich das jetzt gemacht, was war der Ausgangspunkt. Und so die Veredelung zu finden und dann sich in sich selber wohlzufühlen, sich selber zu sein, ich zu sein. Der Spiegel, ein äußerst interessantes Symbol, wir finden es auch im Deckenfresko. Und ich lese jetzt auch noch ein Stück von. Einfach auf dem Buch, natürlich könnte ich das jetzt auch so, jetzt lese ich mal auf dem Buch vor. Der Spiegel. Dieser Spiegel repräsentiert die Klarheit deines wahren Ichs. Dieses reine Gefühl deines Daseins reflektiert einen Spiegel gleich jedem Gedanken. Du siehst darin die ganze Welt der Erscheinung, ohne dich davon nur im Geringsten tangieren zu lassen. Der Spiegel zeigt dir, auf welcher Seite du stehst. In ihm siehst du keinen anderen als dich selbst, dein wahres Ich. Du erkennst, du selbst spiegelst die Welt. Es ist deine Wahl, was du darin siehst. Es ist ein sehr befreiendes Gefühl, wenn wir beginnen, uns anzunehmen und alle Dinge, die wir machen, wir haben Streit, wir sind in Beziehung zueinander, wir erleben Streit. Wenn wir sagen, ja okay, jetzt bin ich wohl ausgeflippt, ich war's. Ich habe das gemacht, kein Ego oder irgendeine andere Entität oder ein böser Geist oder ein böser Engel oder weiß ich was, wo in mich gefahren ist, sondern alles ich. Ich. Dann wird es viel einfacher. Wenn ich alles nur wegschiebe, wenn ich alles nur irgendwie, ja, jetzt morgen streite ich wieder und ich gebe da Vollgas und das war dann das Ego. So kommen wir nicht weiter, wir bleiben stehen, wir bleiben dort, wo wir sind. Es ändert sich nichts, es ändert sich in diesem Leben nichts. Es wird das nächste Leben so sein, wie es jetzt ist. Wir schlafen, wir gehen und schlafen, wenn wir einen guten Schlaf haben. Ich konnte heute gar nicht so gut schlafen, meine Hunde haben mich andauernd geholt, sie zum Zudecken und so weiter. Egal, aber wenn wir einen guten Schlaf haben, dann wachen wir auf und die Dinge kommen so, wie sie waren, so wie wir sie in Bewegung gesetzt haben in unserem Leben. Man könnte auch sagen, wie der Jürgen van der Lippe, guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Und das können wir ändern, indem wir beginnen zu reflektieren, einfach zu sehen. Dass wir beginnen zu reflektieren und das geht bitte nicht zackig, das geht nicht einfach in einer Sekunde, das ist ein andauerndes Reflektieren. Zu sehen, sich miteinander zu sehen, sich selber zu sehen, das führt uns zu uns selber. Wir harmonisieren uns, wir umarmen uns selber, wir spüren uns selber, wir kommen in Harmonie mit uns selber, mit unserem Ich-Sein, mit unserem wahren Ich-Sein. Nicht mit der Projektion zu verwechseln, was oft geschieht. Jeder von uns hat eine Geschichte, der jetzt hier ist, jeder hat seine eigene Geschichte, hat sein Erlebnis, hat sein Leben hinter sich bis jetzt und hat seine Geschichte. Das ist die Projektion, das ist der Film.
Das ist der Film. Es ist wie, wenn wir am Abend nach der Arbeit kommen nach Hause, schalten den Fernsehen, suchen einen spannenden Film und dann erleben wir diesen Film und wir erleben die Charaktere mit. Wieso macht er das jetzt? Na, das gibt's da nicht. Und das ist wie klein. Oh, den könnte ich. Wir erleben das richtig mit. Wir gehen mit in dem Film. Wir sind in der Projektion. Nichts anderes ist auch das, was tagtäglich geschieht. Wir projizieren. Wir projizieren unseren Film des Lebens und sehen uns nur in dieser Projektion. Und vergessen dabei jemanden ganz Wichtigen. Mich selbst, uns selbst, unser wahres Ich. Ich projiziere, ich denke, ich lebe, ich nehme wahr, ich, dieses Gefühl. Ich finde den Jesus auch einen coolen Typ. Der ist sehr oft falsch verstanden worden. Wer von meinem Munde trinkt, wird werden wie ich und ich selbst werde er werden. Und das Verborgene wird ihm offenbar werden. Jesus. Das ist aus dem Thomas-Evangelium, ein gnostisches Evangelium. Die Gnostiker gehen schon weit zurück. Also, das gnostische Mystik gab es schon sehr kurz nach Jesus. Man kann sagen, es war auch schon eine Strömung, die schon zu Lebzeiten Jesus vorhanden war, wo Jesus gelernt hat. Selbsterkenntnis. Es geht alles um mich. Es dreht sich die ganze Welt um mich. Und das nicht im schlechten Sinne. In Hallein hat sich ein weiterer, sehr interessanter Mystiker niedergelassen. Er war ein Theosoph. Ich sage jetzt mal, es war einer meiner Lieblingstheosophen. Ihr kennt vielleicht die Theosophische Bewegung. Sie wurde gegründet von der Madame Blavatsky, von diesem Judge in den letzten 1870, glaube ich, war das. Und ihre Aufgabe war eben auch, egal was für ein Religionssystem, egal, zusammenzukommen und sich selber zu entdecken, sich selber zu erforschen. Der Franz Hartmann, dieser Mystiker, seine Bücher sind faszinierend, weil sie sehr einfach geschrieben sind. Man liest sie und man versteht es nicht kompliziert. Im Gegensatz, ich habe immer ein Problem mit der Blavatsky gehabt. Für mich war das alles sehr konstruiert. Ich konnte mit dem eigentlich nichts anfangen. Aber der Franz Hartmann, der ist faszinierend. Er war Doktor, sehr ein Abenteurer, ist nach Amerika ausgewandert, hat dort viel erlebt und ist dann über die Freimaurer dann auch den Theosophen beigetreten. Und dort hat er sich gefunden in dieser Gesellschaft und hat da also eine Unmenge an Vorträgen gehalten und er war in Hallein. Er war Arzt, er war in Hallein, da gab es diese Lebensreformbewegung und er hat dort gewirkt und zusammen mit dem Kellner, der Kellner war der Gründer der Papierfabrik in Hallein und selber ein Okkultist und ein Liebhaber dieser Bewegung. So, der Franz Hartmann ist mehr wie 3 Jahre hier in dieser Umgebung und er hat den Untersberg erforscht. Und er hat die Sagen erforscht und aus diesem ganzen Forschen entstand sein berühmtes Buch, zumindest für denjenigen berühmt, der den Untersberg, der sich mit ihm beschäftigt, unter den Gnomen im Untersberg. Das war sehr interessant, das war auch einer meiner ersten Kontakte mit dem Untersberg. Ich habe dort noch in Vorarlberg gelebt und ich bin dann Mitte der 90er zu den Theosophen. Und dieses Buch ist wirklich sehr interessant, er macht sich nämlich dort auch ein wenig sehr auf einer sehr interessanten und witzigen Art und Weise lustig über die Wissenschaftler, die vor allem ihr Wissen so hochhalten, aber sich dabei auch selber vergessen. Wie gesagt, Wissen
alles, das ist sehr wichtig, dieses Wissen anzuhäufen, wenn jemand was interessiert, da reinzugehen und das zu erforschen, wunderbar. Wichtig aber auch, nicht sich selber dabei zu vergessen. Immer auch dabei, einfach dieses Spüren seiner selbst. Und Vergehens und die Geschichte beim Unter den Gnomen in Untersberg. Es begann die Reise ins Innere des Untersberg. Die Gnomen, die Zwerge, haben diese Wissenschaftler, diese Menschen reinbegleitet. Und da trafen sie dann eben auch, ja, genauso wie die Sage, auf den Kaiser. Und dann finde ich eine der Aussagen, dieses Buch ist voll, es ist ein Gedicht, das sind nur 3 Seiten, so lang ist das, aber es ist genial. Und dann eine Aussage der Prinzessin Adalga: Die Liebe verlässt uns nie, aber der Irrtum zieht uns an. Hier sind wir wieder bei der Projektion. Wir sind oft der Projektion verfallen, und vergessen uns dabei. Seine Erfahrungen, die er gemacht hat, man sieht da drin wirklich auch, er beschreibt den Untersberg und man sieht, dass er wirklich diesen Untersberg erforscht hat. Und dann schreibt er zum Beispiel auch unter den Gnomen im Untersberg: Wer sich aber die Mühe nimmt, den keineswegs gefahrlosen Berg zu ersteigen, der findet da oben eine neue Welt. Denn dort erscheint der Untersberg nicht mehr als ein zusammengehöriges Ganzes, sondern wie eine Gebirgskette, von welcher jedes Glied sein eigentümliches Aussehen und seinen eigenen Charakter hat. Da ist eine ganze Versammlung von Höhen, Felsgegenden und Spitzen, durch tiefe Schluchten voneinander getrennt, durch welche Wildbäche rauschen und sich über Felsen stürzen. Da sind zahlreiche Wasserfälle, Höhlen und ein ganzes Labyrinth von Felsblöcken, stellt sich dem Wanderer entgegen, in welchem er leicht seinen Weg verliert, besonders wenn es den Berggeistern einfallen sollte, ihn irre zu leiten, was ja leicht geschehen kann, wenn seine Absichten nicht rein von Selbstsucht sind. So geht es auch wiederum, für mich geht es in allen Dingen eigentlich um Selbsterkenntnis. Wenn ich hier bin, wenn ich spazieren gehe, überall, ich sehe überall nur mich. Alles nur ich. Ihr schaut auf mich, doch dieses Gefühl, das dahinter steckt, dieses Seinsgefühl, ist das irgendwo anders, bei irgendjemand? Ist da in mir ein spezieller anderer Ton dabei oder eine andere Farbe oder schwingt da irgendwas mit? Ich meine jetzt einfach dieses Hierseinsgefühl. Wenn ich sage, ich, wo bin ich? Einfach dieses Ich. Der Untersberg, wie für Ramana Maharshi, hat auch diese Kraft. Wenn man den Untersberg schon von der Weite sieht, man sieht ihn. Ich bin gar nicht so oft im Untersberg. Ich glaube, oben im Untersberg, ich glaube, ich war keine 20 Mal oben. Aber ich war ringsherum an so ziemlich allen Örtlichkeiten sehr viel. Und ich habe das Glück, dass ich in der Nähe wohne und den Untersberg jederzeit sehe. Und wenn man ihn sieht, wenn man ihn betrachtet, automatisch, man spürt sich selber. Man spürt sich selber. Er reflektiert unser wahres Sein. Er ist mächtig, er steht da und er symbolisiert eben auch unser Sein. Dieses Mächtige. Wir verlieren uns gerne, sagen, ich bin eh nur so irgendwie, ich kann eh nichts ändern, ich kann eh nichts tun. Ah.
Wer hat das gesagt? Wer hat sowas gesagt? Von wem kommt das? Wer sagt sowas? Einfach zu sehen, dass ich das Zentrum bin, dass ich die Quelle der Schöpfung bin und ich setze es in Bewegung. Es ist auch das, dieses, der Mario hat anstatt den Namen das Logo da gleich hergebracht, das finde ich witzig. Der Punkt in der Mitte, das Zentrum, das Ich-Sein, das wahre Ich-Sein, der Kreis symbolisiert die Schöpfung, das, was wir gestalten, das, was wir aus unserer Welt machen. Und so kommen wir jetzt auch zu einer der bekanntesten Sagen, zum berühmten Kaiser mit den Raben. Die Raben, die unter Bundesberg ist. Übrigens, da, zu mir sind Leute gekommen und dann haben sie gesagt, na, aber da, das sind ja gar keine Raben, das sind ja Dohlen, oder? Das stimmt. Oben sind schon die Dohlen. Aber wenn man denn, ihr kennt es, wenn man unten runter, ringsherum geht, da sind sehr viele Raben. Und vor allem, wenn das ganz witzig ist, das ist mystisch und schon fast unheimlich, wenn man da zum Beispiel auf diesen Sausewänden, so nennen sich die Wände, ich glaube der Nordische, so Mellenhof und so weiter. Und das wird jetzt vielleicht nicht so schön, denn wenn man da entlang geht und vielleicht der leise Wind, und dann hört man diese Raben, wie sie an den Felsen entlang fliegen und ihr Geschrei und das Echo, ihr Gekrähen und das Echo, das abgegeben wird, das ist faszinierend. Das sind die Raben, die den Bundesberg umfliegen. Und die Raben ist von altes her, natürlich hat es auch eine Symbolik, ja, böse, oh, an die kommen dann, ist sie bald schon der Tod hier und so weiter. In den ältesten Kulturen sind die Raben ein Symbol für Intelligenz, für die Intelligenz an sich. Der Rabe ist ein sehr intelligenter Vogel. Wissenschaftler haben den Raben was vorgesetzt in einem Spiegel und er wusste ganz genau, das zu holen. Also er hat sich im Spiegel selber erkannt und hat dieses Futter auch geholt. Und also er kann reflektieren. Und so in dieser Sage ist der Rabe das Symbol, das Sinnbild für die Intelligenz im Menschen. Und wenn die Raben mal nicht mehr der Untersberg als Symbol für unser Sein, für unser wahres Sein, nicht mehr umkreisen, heißt das, die Intelligenz ist so gut wie verschwunden. Dann wird es Zeit. Das ist, warum der Kaiser alle 100 Jahre erwacht. Fragt, sind die Raben noch da? Die letzten paar 100 Jahre hat er sich immer wieder niedergelegt. Der Kaiser. Schläft der Kaiser in mir? Schläft mein wahres Sein in mir? Der Kaiser, ich, wir haben ihn vielleicht noch nicht entdeckt. Ihn anzunehmen, unsere kaiserliche Würde, unser Sein anzunehmen, so sehe ich es. Ich kann, so deute ich diese Sage, diese Würde, dass ich der Kaiser bin, also der Schöpfer meiner Welt. Und sich nicht beirren lassen. Die Dinge, wenn sie jetzt auch nicht so eindeutig funktionieren, man sagt sich, fragt sich vielleicht, warum geht das nicht? Ich möchte das Beste für die Welt. Wir müssen bedenken, wir sind alle in der Entwicklung. Jede Zivilisation entwickelt sich und wir machen diese Entwicklung durch. Und es sind viele
so gesehen viele. Und so finden wir langsam in Harmonie. Wir finden zu uns selber und es harmonisiert sich. Jede Zivilisation hat es durchgemacht. Überall. Und es gibt unendlich viele Zivilisationen. Es gibt, bei der Sage eben, ihr kennt sie, und dann wird der Kaiser, kommt heraus ins Häuserfeld und schlägt die letzte Schlacht. Gut gegen das Böse. Und er gewinnt sie. Wir gewinnen immer. Keiner verliert. Wir gewinnen immer. Es ist nicht immer leicht. Es ist nicht immer leicht, aber wir gewinnen immer. Nur Mut. Dein Schutzschild namens Misstrauen übergibst du in einem symbolhaften Akt dem Baum des Lebens. Wie in der Sage vom Walser Birnbaum. Er steht auf einem grenzenlosen Feld der Möglichkeiten, das Walserfeld. Voll behangen mit Früchten als Wahrzeichen für die Unerschöpflichkeit der Existenz. Sodann verwandelt sich dein Misstrauen in ein Urvertrauen in dein wahres Ich. Daraus erwächst das neue, goldene Zeitalter, in welchem alle Trennungen als solche erkannt wurden und du dein eigentliches Potenzial frei entfaltest. Der Mensch hat sein wahres, kaiserliches Erbe angetreten. Das goldene Zeitalter ist zum Leben erwacht. Alles, was du benötigst, ist in genau diesem Moment vorhanden. Dein reines Ich ist der wahre Schatz und die nie versiegende Quelle von Frieden und Freude. Darin entdeckst du dein Potenzial, all deine Kräfte und Möglichkeiten, die dich zu deinen Zielen führen. Du spürst dich selbst als Kaiser, als Schöpfer deiner Welt.
Gut, danke für eure Aufmerksamkeit. Danke.